Leute, was geht? Der gute Blood ist mal wieder am Start mit einem Fanpost-Video. Ich habe heute Geburtstag! Das sah voll schwul aus. Ne, auf jeden Fall haben wir Sachen geschickt bekommen. Fanpost, so ein Brief. Und hier steht was Cooles drauf. Ich weiß nicht, ob man das lesen kann. Mama Schafsklappe. Warte, nee. Ich glaube, man kann es jetzt entziffern. Auf jeden Fall, ich lese einfach mal vor. Hier steht: Alden, mach diesen Brief vor dem 15.02. auf, dann bist du mehr als ein Drecksack XD. Mit freundlichen Grüßen, Furkan, The Holy X. Hast du das wieder eingestellt, Alter? Ja. Mach das wieder gut! Sklave, ey. Ey, der zerstört meine Einstellungen hier. Sehr gut, Sklave, hast gut gemacht. Ja, außer, also wir haben das hier bekommen und noch. Schuhkarton mit Stuff drin. Mir wurde nicht gesagt, was sich hier drin befindet, deshalb bin ich selber so ein bisschen. Keine Ahnung, ich bin auf jeden Fall aufgeregt, was da drin sich so befinden wird. Ich will mal sagen, wir fangen erst mit dem Brief hier an und danach nehmen wir uns dieses Ding da vor. Ja, und ich will mal sagen, wir legen gleich mal hier los. Kann ich das so öffnen? Ich werde das kaputt machen, ich zeige das lieber nicht, ne? Ich bin unfähig. Hallo Mikro, was geht? Unfähigkeit! Genau. Habt ihr jetzt nicht gesehen, Gott sei Dank. Yep. Okay, hier sind Sachen drin. Oh, wieder Pokémon-Karten! Wer hätte das gedacht? Boah, krass, Alter, voll der lange Brief. Geil, ich freue mich drauf. Und noch Digimon-Karten. Oder wenn ich Digimon sage, meine ich Pokémon. Aber hier sind auch noch irgendwelche Geo-Karten. Werde ich vielleicht zeigen, wenn ich Bock zu habe. Edler Ritter Eata. Sieht selten aus. Das ist die Ehrung der Verdammten. Alter, die Karte ist uralt, Alter. Die gibt es seit, keine Ahnung, seit ich klein bin. Dann gibt es hier noch irgendwelche. Oh mein Gott! Leute, der hat mir Anton geschickt. Anton! Anton ist immer geil. Ich glaube, ich hatte bisher noch nie eine Pokémon-Karte von Anton, deshalb finde ich das gerade voll cool. Dann noch irgend so ein grüner Pavian, Verteidiger des Waldes. Kagebusch in der Jütze. Ja, auf jeden Fall danke für die Karten, Furkan. Ich finde das nämlich toll und so. Also ich sammle die jetzt nicht persönlich, aber ich finde die trotzdem immer cool. Zwei Pokémon-Karten finde ich irgendwie voll hübsch. Die sehen wirklich wirklich geil aus. Der hat man wirklich gut gemalt und gut hinbekommen. Zocken tue ich es nicht, aber ich finde sie trotzdem ganz cool. Okay, wir haben hier das hier und dann haben wir noch zwei Zeichnungen, die ich euch nicht sofort zeigen werde. Das kommt erst später. So, der Brief, die Pose. Los geht's. Hier steht's: Hey Bloody, ich bin's, der, also The Holy X, aka Furkan Karaslan. Karaslan ist krass, das ist ein guter Name. Aber ihr könnt mich ex. Ihr könnt. Ich bin eine einzelne Person. Außer du zählst den Sklaventypen jetzt mit, dann. Ja. Aber ihr könnt mich ex oder The Ho nennen. The Ho klingt sehr, sehr. Krass. Also, falls ihr versteht, was ich meine, dann ist es sehr egal. Jedenfalls wollte ich dir für deinen Geburtstag gratulieren. Smiley, Doppelpunkt, D. Ich hoffe, dir gefällt dein Geschenk. Es sind einer meiner besten Werke und habe viel Herzblut reingesteckt. That's what she said. Nice one, ich hab nicht mit dem Querschnitt, Alter. Der weiß, wie es geht. Die Originale habe ich noch bei mir. Wenn du also mehr solcher Exemplare haben willst, für Bäume, der weiß, wie es geht, dann frag mich einfach. Du bist einer der besten YouTuber, die es gibt. Those feels. Danke sehr. Und das Sklavenmann muss lachen. Warte. Wenn dann nicht deine Faulheit wäre, ja stimmt, ich bin ja schon ein fauler Drecksack, der nicht so viel aufnimmt, weil faul. Du bist der Erste, den ich abonniert hatte. Und das einem guten Grund. Bleib wie du bist und mach weiter so geile Videos. Ich hätte da aber noch ein paar Fragen. Erstens, wirst du jemals mit YouTube aufhören? Ich glaube nicht. Naja, YouTube werde ich immer machen. Vielleicht nicht mehr so regelmäßig mit
keine Ahnung, also ich weiß nicht, wie lange ich das machen werde. Ich auf jeden Fall so lange, bis ich Bock zu habe. Und das wird auf jeden Fall noch lange, weil das okay. Und ja, ich werde, glaube ich, immer Videos machen. Falls nicht Let's Plays, werde ich dann eventuell Real-Life-Videos rauskloppen. Einfach so, weil ich finde YouTube einfach geil. Und ich sehe auch keinen Grund, warum ich damit aufhören sollte. Ich finde das, keine Ahnung, ist auf jeden Fall eine geile Plattform, wo man sich wirklich auch selber ein bisschen so entfalten kann. Und ich finde das cool. Und ich werde auf jeden Fall nicht damit aufhören. Zweite Frage ist: Wirst du den Kanal Bladus9 vernachlässigen, da du jetzt mit Pi und Galo, sorry, musste sein, einen Kanal gemacht hast? Nee, der Bladus9 Kanal ist immer noch mein Hauptkanal und der wird auf jeden Fall bevorzugt. Auf dem wird immer mehr laufen als auf dem zweiten, dritten Kanal. Und das wird sich auch in Zukunft auch nicht ändern. Und ich werde sogar probieren, mehr rauszuhauen auf diesem Kanal. Also, ja, seid mal gespannt, was noch alles dieses Jahr auf euch zukommen wird, denn ich habe auf jeden Fall vor, mehr Let's Plays dieses Jahr rauszukloppen. So, das war's von mir. Ich hoffe, dir hat's gefallen, dir hat dein Geschenk gefallen und hätte dann noch einen kleinen Tipp. Let's Play doch Xenoblade Chronicles. Irgendwie kommt mir dasselbe... kommt mir das alles... ich weiß nicht, was hier steht. Schwierig, oder? Kannst du das lesen? Steht dir. Schweinig, oder? Nee. Kommt mir das alles... Schwenig. Keine Ahnung. Sehr... keine Ahnung, irgendwas mit wenig vor. Okay, ich glaube, er meint, es kommt alles sehr wenig vor mit den Geschenken, glaube ich, oder? Es kommt mir alles sehr wenig vor. Ich glaube, das hat aber nichts mehr mit dem Xenoblade-Ding zu tun. Ja, unbestimmt. Auf jeden Fall, irgendwie kommt mir das alles wenig vor. Ich hätte dir gerne mehr geschenkt. Genau, der zweite Satz hat das mir eigentlich verraten. Und ich hätte auch einfach lesen können und dann wäre ich auch schlauer geworden. Wir sehen uns, Großmeister des Bösen, Bladius von X. Der Name ist geil, das kann man so stehen lassen. PS, Salzbrezel. Hashtag. Also Hashtag und dann noch Hashtag geschrieben. Falls ihr das nicht versteht. Und dann nochmal Hashtag Baum. Ich mag Bäume. Ja, hier hinten ist nichts mehr drauf. Das war der ganze Brief und der ist ordentlich. Meine ganze Seite, das muss man auch irgendwie auf die Bühne bringen. Das macht jetzt keinen Sinn, das hätte man auch anders sagen können. Na egal. Deutsch ist nicht so meine Sprache, auf jeden Fall. Danke dir, Furkan, für deinen Brief. Hat mich auf jeden Fall gefreut. Ich freue mich immer über Fanpost und ja, könnt mir ruhig mehr davon schicken, weil, keine Ahnung, das bereitet einem schon sehr viel Freude zu, ich finde. So, er hat uns zwei Sachen hier geschickt. Das hier, ich weiß nicht genau, was das hier sein soll. Es sieht aber auf jeden Fall krass aus. Sklave, kannst du... Danke sehr. Danke, das hatte ich auch lieb. Ja, das ist ein sehr cooles Bild mit irgendeinem Dings hier. Das sieht aus wie irgend so, so eine Figur mit Flügeln oder so. Ich weiß es nicht. Und dann, das hier ist so ein Symbol. Das sieht aus wie so ein Orikalkos von Yu-Gi-Oh! Oder so, keine Ahnung. Und hier sind noch irgendwelche komische Sachen. Also... Furkan, ich weiß nicht, was das hier ist, kannst du mir ruhig mal in den Comments schreiben, weil ich kenne mich hiermit nicht aus. Das hat höchstwahrscheinlich nichts mit Pokémon zu tun, deshalb kannst du mir mal in den Comments schreiben, was das hier soll. Auf jeden Fall finde ich das hier sehr gelungen, obwohl ich nicht weiß, was es ist. Und das hier kennen wir alle, nichts Besonderes, ist schon besonders, aber nichts Neues. Glurakö! Yep, der hat mir einen Glurak gezeichnet, oder der hat sich selber in Glurak gezeichnet und mir davon eine Kopie gemacht. Sieht auf jeden Fall sehr authentisch aus. Ich finde, er hat die Augen gut hinbekommen und die Fresse. Und das verkacken, glaube ich, die meisten bei diesem, also bei einem Glurak-Bild. Und ich finde, die sieht eigentlich recht schnieke aus. Und ich mag auch die grünen Flügel, weil normalerweise sind die irgendwie so mehr bläulich und dann so ein bisschen grün, keine Ahnung. Aber hier sind sie einfach komplett grün. Das macht das Ganze schon ein bisschen... Ja, das Glurak wirkt irgendwie... recht cooler dadurch. Und die Flamme wurde auch gut hinbekommen. Guckt euch das mal an, beim Schweif. Es wirkt richtig gut. Nicht einfach irgend so eine Kackflamme. Ich weiß nicht, ob man das auf dem Bild sehr gut erkennen kann. So. Ich weiß es nicht. Egal, unwichtig. Auf jeden Fall sieht es
recht schnick aus und ja, danke sehr. Danke für diese Bilder und für deinen Brief, Florian. So, jetzt kommen wir zum Paket des Bösen. Oh mein Gott. Ich glaube, darauf habt ihr alle gewartet, ne? Auf die Überraschung des Bösen. Bei mir ist irgendwie alles böse. Ich werde alles aufmachen. Weg damit! Und ja, ich werde es hier mal öffnen. Tja, gerade wenn man denkt, man wüsste, was sich da drin befindet. Nope, kein Plan. Okay, warte mal. Wow, das ist ja cool. Yay, voll cool, voll hübsch. Bitte lesen, danke. Ah, klar werde ich das lesen, ich werde alles vorlesen. Das ist noch was. Für den Großmeister des Bösen noch? Oh mein Gott, das ist ja cool. Cool. Und es geht weiter, Leute. Oh mein Gott, ist ja cool. Okay. Das hier ist schon geil. Ich weiß nicht mal, wo ich anfangen soll. Ich glaube, ich fange mit den Briefen an, damit ich auch weiß, um was es hier geht. Ich habe aber zwei Stück bekommen. Wo soll ich anfangen? Sklave. Wo soll ich anfangen? Rot. Rot. Mal gucken, was sich hier drin befindet. Ich glaube, hier befindet sich gar nichts drin. Bin ich blöd? Nö, das ist einfach... Oder warte. Ach doch, da ist was drin. Okay, das ist auch so ein rotes Ding und ich dachte, da wäre gar nichts drin, weil es auch rot war. Okay. Hier steht. Hey Bloody, wenn du ein Drecksack bist, dann öffnest du dieses Paket vor dem 15.02. Wenn du kein Drecksack bist, dann öffnest du dieses Paket erst am 25.02. Ah, verdammt, diese Programme! Also diese Kamera! Ja, auf jeden Fall. Heute ist der 15., falls ihr das wissen wollt, aus irgendeinem Grund. Und ja, ich habe mich also an, an das Datum gehalten. Ich wollte gerade an dem Datum gehalten, aber ich wollte wirklich mein Deutsch hier mal unter Beweis stellen und keine Ahnung. Ja, so viel mal dazu und ich glaube, wir machen gleich mal auch den zweiten Brief auf. Das hier. Also den Umschlag. Gucken, was hier drin ist. Ich weiß nicht, warum ich zwei bekommen habe. Ich denke, hier ist dann sowas Persönliches drin oder so. Nee, persönlich nicht, aber ihr wisst, was ich meine. So. So. Hier steht: Hey, oh Bloody, erstmal alles Gute zum Geburtstag. Ich hoffe, dass dir die Geschenke irgendwie gefallen. Zwar habe ich dir schon einmal einen Brief geschrieben, aber ich denke, dass man dir nicht oft genug sagen kann, dass du einfach Babbo und Hashtag Pornös bist. Danke sehr. Und lass dich bitte nicht von anderen Let's Playern, die jetzt mal nett ausgedrückt total unfair sind oder waren, demotivieren. Dazu bist du einfach ein viel zu guter Let's Player und toller Mensch. PS, ich kann hell sehen. PSS, bitte beachten Sie auch das Kleingedruckte. PS, deine Freundin hat es mir gezwitschert. Achso, okay. Ja, das heißt, das Geschenk, was ich hier bekommen werde, hat irgendwas... mit irgendwas zu tun, das mir eventuell gefallen könnte. Und das sieht scheiße aus. Zwei Sachen. Ich glaube, ich fange mit dem Ding hier an. Oh mein Gott, ich habe keine Ahnung, was ich hier drin finde. Und danach werden wir das andere Ding öffnen. Yay, Parfüm! unerwartet, aber Parfüm kann nicht schlecht sein, Leute. Tom Taylor, eine sehr bekannte Marke, ich denke, das sollte wirklich jeder kennen. Ich bin jetzt ein bisschen überrascht, aber ich meine, es ist ein Geburtstagsgeschenk, das da kann man wirklich alles schicken. Und ich finde, bei so einer Fanpostings, also eigentlich ist ja eher so ein Geburtstagsspecial, keine Fanpost. Deshalb kann man hier wirklich alles gesendet bekommen und man soll sich hier auch nicht auf Kleinigkeiten beschränken. Deshalb finde ich das irgendwie gerade voll cool. Parfüm, voll gut. Ich werde es auch gleich mal austesten, um zu wissen, ob es gut ist, ob es sich gelohnt hat, dafür Geld auszugeben. Sieht auf jeden Fall ganz schnick aus. Komm raus hier. So, so sieht das Teil aus. Mach mal Sklave. Danke sehr. Oh, du kannst ja zoomen. Richtig gut. So, mal gucken. Oha, riecht voll gut. Warte mal. Und ich werde es auf meine Hand hier drauf sprühen. So ein bisschen durch die Gegend wirbeln. Und Alter, das ist...
krass gut. Ist gut. Nee, das ist richtig gut. Also ich sage das jetzt nicht, um dir irgendwie eine Freude zu bereiten, Moonlight. Ich finde es wirklich sehr gut. Es gefällt mir richtig gut, das Parfüm. Danke sehr. Das ist... Ich werde es oft benutzen, wenn ich... keine Ahnung. Irgendwann auf jeden Fall. Ey, der benutzt einfach mein Parfüm! Du Zigeuner! Gib mir das. War halt einfach sehr gekonnt, mein Parfüm, dieser Sklave, Alter. Wofür wirst du bezahlt, Sklave? Reicht dir dein Euro nicht? auf jeden Fall haben wir dann noch das hier. Und das sieht sich an, als wäre es so ein T-Shirt oder Kleider. Warte, ich mach das dann. Der Sklave will es aufmachen. Kann er tun. Und wir warten auf den Sklaven. Der schaut auf jeden Fall schon sehr grimmisch. Also der schaut sehr erstaunt. Mal gucken, was das Sklave hier rauszaubern wird. Oh mein Gott. Oh, oh mein Gott, das ist ja geil, Alter. Oh mein Gott. Oh mein. Gib her, Alter, lass zeigen. Oh. Leute, wie gesagt, es ist ein T-Shirt. Und lass mal zoomen, ich glaube. Zoom mal rein. That's what she said. Alter, that's what she said. Und Honneurs. Alter, das ist so geil. How you doing? Oh mein Gott, das ist ja richtig geil. Sneakers, Bruder, Sneakers. Ey, Alter, das ist wirklich geil. Ich bin Hashtag Honneurs, Hashtag Salzbrezel, Alter. Oh mein Gott, das ist Schildkröte. Schildkröte. Krass, Alter. Nee, ohne Witz. Shadow, danke sehr. Das hier ist wirklich krass. Ich bin überwältigt. Das hier ist einfach sehr kreativ. Wirklich sehr kreativ. Ich bin einfach sehr erstaunt. Ich glaube, das ist bisher das beste Geschenk, Alter. Einfach, weil so viel Kreativität aus dir geflossen ist. Und das hier, ich bin einfach gerade so... Geil, Alter! Warum? So schön. Mir fallen keine Worte ein. Ja, ich find's geil. Ich weiß nicht, ob es meine Größe ist, weil ich bin da schon ein bisschen... Warte, ich glaube, das hier ist S. Aber bei mir, ich muss leider meine Kleider meistens immer auf meine Maße schneiden, weil einfach, keine Ahnung, ich habe einen komischen, squealenden Körper. Aber ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren, später, Peter. Und ich hoffe, dass es funktioniert, Alter. Ich hoffe, dass mir das Ganze hier steht. Denn es ist einfach nur geil, Alter. How you doing, man? How you doing? Salzbrezel. Bock auf Salzbrezel, Alter? Ey, was noch geiler wäre, wenn noch irgendwo hier Bladius stehen würde. So ein T-Shirt hätte ich wirklich sehr gern. So von Bladius. Ja, aber ich finde, du hast das wirklich gut hinbekommen. Ich weiß nicht, wo du das her hast, dieses Design oder dieses Ding, ob du das selber gemacht hast oder ob es eine Vorlage dafür gab. Aber ey, das hier ist richtig, richtig geil. Leute, wie findet ihr das? Unten in den Comments schreibt es mir, weil, keine Ahnung, ich finde es einfach geil und ich weiß nicht, ich bin einfach überwältigt, Alter. Wie findest du das? Krass. Der Sklave findet es auch krass. Also, wenn der Sklave es krass findet, Alter, der wird es gleich mal anprobieren, der Sklave. Okay, der spielt hier Model. Geht auch. Kann man gleich austesten. Sklave. Also, du weißt ja schon, dass du dich danach auch zeigen musst. Du bekommst sowieso danach in den Outtakes, weil du einfach ein dreckiger Zigeuner bist. So, zeig dich mal mit dem T-Shirt. Komm her. Oder wo du willst. So, hier ist der Sklave. Mit dem T-Shirt Snickers, yeah! Alles sieht voll gut aus, Alter. Alter, voll gut. Krasser Stoff, Alter, voll gut. Ey, das ist richtig gut, Alter. Wow, voll gut. Ja, das muss auch sein. Das muss auch sein. Bizeps trainieren. Ja, danke, Moonlight Shadow. Das ist... Ich bin überwältigt. Danke für deine Mühen. Und alles Mögliche. Ich meine, das ist einfach krass. Du hast dir einfach so viel Mühe gegeben mit den Briefen. Das hier fand ich schon alleine voll cool mit dem roten Dings, weil ich finde das irgendwie voll romantisch und so voll... keine Ahnung. Hat auf jeden Fall... Die rote Farbe hat irgendwas Anziehendes an sich. Und allgemein das Parfüm und dann noch das T-Shirt. Das ist, glaube ich, das Highlight hier. Und ja, ich glaube, ich kann mich an dieser Stelle dann auch schon verabschieden. Ich bedanke mich bei den zwei Menschen hier. Diese tollen Dinge, vor allem Moonlight Shadow wegen
diesen Sachen, die ich gerade erwähnt habe. Und ja, falls ihr mir auch irgendwas schicken wollt, Leute, könnt ihr das gerne tun. Hier irgendwo oben sollten verschiedene Links zu meinen Accounts verbunden sein, also Google Plus, Facebook, E-Mail, was auch immer. Und da könnt ihr mich anschreiben und mich nach meiner Adresse fragen und ich werde die euch dann aushändigen. Und ihr könnt mir dann auch gerne coole Sachen schicken, die mich dann beglücken werden, hoffentlich. Sklave! Sklave! Please stop! Stop it! Stop! Tschüss! Sklave, sag tschüss! Ciao! Tschüss! Was geht, Leute? Bladius mal wieder am Start mit einem neuen Fanpost-Video. Ja, der gute Bladius hat mal wieder Fanpost zugeschickt bekommen und wir haben noch ein Paket gekriegt. Das gute Stück wurde uns von... Ich weiß nicht. Keine Ahnung, auf jeden Fall haben wir ein Paket. Wir haben ein Paket gekriegt. Wir haben ein Paket gekriegt. Wir haben ein Paket gekriegt. Wir fragen uns nur von wem. The hell are you doing, man? What are you doing? Wir haben einen Brief gekriegt.